Willkommen beim Wunderwerk Familienimpuls. Was haben ein Spiegel, ein Schwert und Honig gemeinsam? Sie sind derselbe Schatz. Ein Schatz, der dein Leben und das Leben deines Kindes verändern kann. Die Bibel ist ein Schatz, der dich und das Leben deines Kindes verändern kann. Warum ein Spiegel? Es ist ein Symbol, das die Bibel selber über sich sagt. In der Bibel kann ich mich als Mensch spiegeln und mir Fragen beantworten, die ich sonst nicht finde. Und zwar kann die Bibel mir die Antwort geben auf die Frage, woher komme ich? Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Wohin werde ich gehen? Wie kann ich ein siegreiches, erfülltes Leben führen? Es ist wie eine Lebensanleitung, die in der Bibel steht, und ich spiegle mich darin und kann mir die Antworten suchen, beziehungsweise mich auch daran messen, wo stehe ich auf diesem Weg. Die Bibel ist auch ein Schwert. Es sind die Wahrheiten Gottes, die ich deklarieren kann in meinem täglichen Kampf, in meinen Herausforderungen, wenn mich Angst, Unsicherheit oder Verzweiflung plagt, und ich kann die Wahrheiten Gottes in die Hand nehmen, sie deklarieren und die Lügen und die Sorgen und die Angst hinauswerfen mit dieser Waffe, mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist auch wie ein Honig, so süß, es rinnt runter wie Honig. Das soll verdeutlichen, wie gut uns das tut. Und die Bibel sagt selber über sich, dass sie eine Nahrung ist, eine Nahrung, die uns geistlich stärkt. Gott ist ein Gott, der zu uns sprechen möchte. Er möchte seinen Willen und seine Absichten für uns, für diese Welt immer kundtun. Und in der Bibel finden wir ganz, ganz, ganz viel dazu niedergeschrieben. Die Bibel ist ein Weltbestseller, in ganz vielen Sprachen übersetzt, seit einigen Jahrhunderten wirklich ein Weltbestseller auf allen Listen. Aber trotzdem soll sie für dich und für dein Kind etwas ganz Persönliches sein. Mein Wunsch für meine Kinder ist, dass die Bibel ihr Leben prägt und dass es von irgendeinem Buch zu ihrem Buch wird, zu ihrer Bibel, dass sie sagen können, es ist meine Bibel, ich liebe sie. Ich wünsche mir auch, dass die Kinder durch die Bibel ganz klar erkennen können, dass Gott zu ihnen spricht, dass er durch das Wort, durch das geschriebene Wort ganz klar zu ihnen sprechen kann. Ich weiß, dass die Bibel, wenn sie sie lesen, ihren Charakter formen wird, ihr Herz leiten wird, dass die Bibel auch die Entscheidungen lenken kann. Und gerade in Zeiten wie diesen ist die Bibel ein Leuchtturm der Wahrheit. Wenn wir Psalm 91 in diesen Tagen lesen, dann sehen wir eigentlich, dass obwohl die Welt uns signalisiert, wir müssen Angst haben vor Krankheit und vor Unsicherheiten, vor neuen Maßnahmen, können wir lesen, dass es die Spezialität Gottes ist, uns zu schützen. Seine Spezialität ist unser Schutz. Und das ist mir wichtig, dass die Kinder, wenn sie die Bibel lesen oder Psalm 91 mit euch gemeinsam lesen, wirklich ganz klar erkennen können. Paulus schreibt im 2. Timotheus an den Timotheus: Du bist von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Und er zählt dann weiter noch auf. Aber es zeigt uns, wie wichtig es ist und was für eine Auswirkung das gehabt hat, dass der Timotheus von frühester Kindheit an schon mit der Schrift vertraut war. Und Paulus erwähnt auch die Mutter und die Oma von Timotheus sehr lobend, dass sie Schlüsselpersonen waren im Leben von Timotheus, die den Glauben massiv geprägt haben. Und hier sehe ich einfach unseren Auftrag als Eltern. Wir dürfen die Kinder lehren, die Bibel zu lesen. Und das machen wir nicht durch Worte, sondern durchs Vorleben. Lass dich dabei erwischen, wenn du die Bibel liest. Deine Kinder sollen sehen, dass du sie liest. Mach es nicht im Verborgenen, mach es auch im Verborgenen, aber nicht nur. Lass dich dabei sehen, wie du die Bibel liest, weil wenn die Kinder dich sehen, zählt das viel mehr, als wenn du darüber redest, dass sie lesen sollen. Und wenn du liest in der Bibel, dann erzähl deinem Kind davon. Erzähl, was du in der Bibel liest,
was du daraus lernst und wie es dich verändert. Das ist deine persönliche Story, wo du die Kraft des Wortes Gottes ganz praktisch und persönlich an dein Kind weitergeben kannst. Wichtig sind auch gemeinsame Bibellesezeiten. Und da möchte ich euch ein paar Tipps geben. Ich werde im Handout wieder mehrere Tipps geben. Wer das haben möchte, kann es unter kinderland@wunderwerk.wien beziehen. Ein paar Ideen sind zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, die die Worte noch nicht so gut erfassen können, dass du die Bibel einfach in die Hand nimmst und ihnen körperlich zeigst, das ist meine Bibel, ich habe meine Bibel lieb. Und dann kannst du es ihnen geben und sagen, das ist deine Bibel, du hast deine Bibel lieb. Wenn sie älter sind, kannst du ihnen Schätze hinein verstecken in die Bibel. Vielleicht können sie selber noch nicht lesen, aber was sie dabei lernen ist, dass sie wissen, in der Bibel sind Schätze für mich versteckt und ich darf durch das Lesen diese Schätze entdecken. Und dann kannst du zum Beispiel beim König David den Psalm 91 verstecken. Und dann finden die Kinder in der Bibel, wenn du sie suchen lässt, zum Beispiel diesen Zuspruch aus Psalm 91, Vers 11, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu schützen, wo immer du gehst. Oder du kannst auch verstecken, was Jesus über die Kinder sagt. Lass die Kinder zu mir kommen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Du kannst da ganz kreativ sein und die Kinder entdecken lassen, welche Schätze für sie ganz persönlich in der Familie verborgen sind und dass sie diese Schätze auch entdecken können. Wenn sie größer werden und älter werden, dann erklär ihnen die Bibel. Geht das Inhaltsverzeichnis gemeinsam durch. Schaut euch Bibelkonkordanzen an oder Bibellexikon. Du kannst ihnen erklären, welche Autoren gibt es in der Bibel, mit wie vielen Übersetzungen ist die Bibel eigentlich schon ins Deutsch übersetzt worden und welche Übersetzung hat welchen Schwerpunkt. Du kannst auch die Art der Bücher mit ihnen gemeinsam besprechen, dass es poetische Bücher gibt, Weisheitsliteratur, Briefe. Zeigt euch gegenseitig die Lieblingsverse und zeichnet sie an und sagt deinen Kindern, warum genau dieser Vers in welcher Situation zu deinem Lieblingsvers geworden ist. Ihr könnt auch ein Stegreiftheater machen, das ist sehr lustig. Jeder übernimmt eine Rolle, ihr fühlt euch so richtig rein, könnt euch auch verkleiden und spielt den verlorenen Sohn einmal richtig durch oder der gute Hirte oder der Sturm, den Jesus dann beruhigt. Und fühlt euch wirklich hinein und besprecht nachher, wie war das jetzt für mich? Was habe ich neu erkannt durch dieses Spielen der Rolle? Wer nicht so gern schauspielert, kann das auch mit Lego-Figuren oder Playmobil-Figuren nachstellen. Viele von euch werden wahrscheinlich ganz kreativ sein und ihr könnt rund um die Bibel herum immer Kreatives gestalten. Es gibt auf Pinterest tausende Ideen, die ihr euch runterladen könnt. Angefangen von Bibellesezeichen, Bibelleseeinbänden oder auch Verse, die du Handlettering-mäßig gestalten kannst. Genau. Ich habe euch für diese Woche ein Gleichnis herausgesucht, das unterstreichen soll, dass nicht nur das Lesen oder das Hören der Bibel wichtig ist, sondern dass eigentlich das danach Handeln das Ausschlaggebende ist. Ich habe euch das Gleichnis herausgesucht von den zwei Baumeistern in Matthäus 7, 24 bis 29. Da erzählt Jesus, dass man eigentlich klug ist, wer seine Worte hört und danach handelt. Ich schicke euch zwei Fotos mit, die lustig sind, wo ihr ein Haus auf dem Felsen seht und eines auf dem Sand. Besprecht mit euren Kindern, was heißt denn das, auf einem Felsen bauen? Was ist der Fels? Was heißt es, wenn Stürme kommen? Wie kann man sein Haus auf den Felsen bauen? Und als Wunderfrage, die ihr bei jeder Geschichte am Schluss stellen könnt, fragt die Kinder, was möchte dir Jesus heute mit dieser Geschichte sagen? Diese Frage bewirkt immer den persönlichen Alltagsbezug fürs Kind. Die Bibel, das Wort Gottes, hat Kraft. Es ist etwas Lebendiges. Petrus beschreibt das Wort Gottes
auch als Same. Ein Same, der neues Leben hervorbringt. Und ich wünsche euch für eure Familien, dass dieser Same auf fruchtbaren Boden fällt, dass er sich ganz tief verwurzelt und dass er zu einem mächtigen Baum sich entwickelt, der wirklich den Stürmen des Lebens trotzen kann und der dazu bestimmt ist, viel Frucht zu bringen. Die Bibel ist die größte Geschichte der Welt. Es ist eine Liebesgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Und egal, was wir lesen, will die Liebe Gottes zu den Menschen offenbaren. Und ich segne euch einfach in eurer Zeit als Familie, dass ihr einen neuen Hunger und eine neue Freude am Wort Gottes entdeckt und dass diese Zeiten, die ihr gemeinsam in der Bibel schürft, Zeiten sind, wo ihr Freude habt, wo ihr ganz viel Segen daraus bekommt und die euch miteinander näher zu Gott bringt.